verbreitet, vor allem gerade bei autoritären Herrschern, dass die Mercurius, das habe ich nicht gesagt. davon ausgehen, dass das eigentlich so ist, wie es sein soll, dass sie oben sein sollten. Und dass, wenn Probleme auftauchen, dass sie dann fest davon überzeugt sind, da muss Ja, irgendwie was im Putin. Busch sein. Eigentlich sollte Ja, ich das super Putin. gut machen. Warte mal, Putin redet ja auch davon, dass er Gay-Europa befreien wird. Also Richtig. der ist Weil auch ja Homosexualität ist ja LGBTQ-feindlich. von den Juden erfunden worden. Der ist ja, na, dass er das sagt, weiß ich jetzt nicht. Ja, das Das. ist das. Höre gerade, dass der gute Seller verfügbar ist. Ich rufe ihn mal kurz an, dann können wir gleich starten. Zeller, bist du da? Okay, er scheint noch nicht da zu sein. Ich hatte jetzt einen Anruf gestartet, aber gut, dann reagiere ich halt ohne ihn erstmal weiter. Das ist genau die gleiche Narrative, die gab es schon immer. Aber dass er das jetzt gesagt hat, weiß ich nicht. Das habe ich noch nie gehört. Das ist typisch Aber dass er. rechtsextremer Diskurs. Transmenschen sind zum Beispiel auch einfach nur eine Erfindung der Juden oder Globalisten, Ja, aber das die heißt sich nicht, dann dass er den sagen. vertritt. Darüber Und reden dass wir. die dann, und wenn man dann die Globalisten besiegt, dann sind halt die Transmenschen auch verschwunden. Und sie sorgen und über die Ja, Medien. dass hier der Globalismus, also ein ganz normaler Begriff aus der Soziologie, wird hier von Dara in die Nähe von Antisemitismus gerückt. Das nichts miteinander zu tun hat, was einfach nur eine ganz üble Verleumdung ist. Also ist jetzt gegen Putin gerichtet. Also weiß gar nicht, also. Dara macht das hier natürlich, um Putin noch mehr zu dämonisieren, als mit dem westlichen Diskurs ohnehin schon getan hat. Aber da gibt es natürlich null faktische Basis dafür, Globalismus und Antisemitismus irgendwie in einen Topf zu rühren. Und Das ihre verbreiten Recht, Einflussnahme, aber ob er das auch gesagt hat. Bildung und so weiter, sorgen sie dafür, dass Transmenschen existieren und Dara, dann Dara. finden sie dann immer zum Beispiel, oh, bei Netflix gibt es eine neue Serie, Dara. die sorgt dafür, dass es mehr Transmenschen gibt. Und indem wir dann die Dara. bösen Globalisten besiegt haben, sind die Transmenschen alle verschwunden und die Transmenschen, die werden uns sozusagen, oder die böse Verschwörung versucht uns alle trans zu machen, weil das schwächt nun mal Dara. die deutsche Nation und die Dara, Familie das hast du gut und gelernt, um was es geht bei denen, aber was hat das mit Putin zu tun? Es gibt ja nicht ein. Putin genau das sagt das ja Gleiche nicht. glaubt. Das ist ein super Hat er verbreiteter das Mythos, gesagt? den Hat er das unter gesagt? das verbreitet er und das Nein, verbreiten hat er auch das in seinen explizit Anhängern, das gesagt? verbreitet zum Beispiel auch Russia Today. Hat Ohne er Ende. Viel das. offener als rechte Medien das hier könnten. Hat er Weil das dort. explizit. Sehr einfache Frage, Dara. Hat Putin das so gesagt, wie du es hier gerade beschreibst? Gesagt. Ja. Explizit das. Okay, gut. Ja, Das weiß ich das. nicht. Okay, gut. Das ist Alles überhaupt nicht klar. kontrovers, das ist super verbreitet in rechtsextremen Diskursen. Jetzt könnte man noch auf die nach der Quelle fragen und ich wette mit euch, dass die nicht das belegt, was Lara hier gerade behauptet. In den USA, das ist verbreitet in Okay, Europa also dass und Putin das natürlich auch gesagt in hat, weiß ich nichts Russland. davon, aber gut, okay, wenn du das Überall sagst, ich immer das glaube dir mal. Gleiche. Für die gelten, können Ist egal, homosexuelle aber Menschen worauf willst du oder hinaus? Menschen in der Natur nicht vorkommen. Ja, Die sind der genau. Meinung, Sie dass sind das ist natürlich. LGBTQ-feindlich, ich weiß, ja. Aber auf was willst du Ja, hinaus? aber du musst dich mal fragen, warum. Und das liegt nun mal daran, dass sie der Meinung sind, dass es unnatürlich ist. Ja, ich Und weiß. der Grund, warum das trotzdem existiert, da kann dann nur eine Verschwörung dahinter stecken. Und daran glauben dann zum Beispiel auch rechtsextreme. So, Zeller, bist du jetzt da? Ja, ich Ah, sei war eben schon gegrüßt. da. Ich wollte dich jetzt nur nicht, ich wollte Das ist das Video nett, nicht das ist unterbrechen. nett. Hatte mich gerade schon gewundert. Warte, ich musste noch den Talk übertragen. So, jetzt sind wir wieder da wie gestern. Ich hatte schon mal angefangen. Du Ja, warst vorhin nicht kein da Ding. und ich Ich war wollte ein jetzt bisschen hier spät nicht. heute, ja, kein Problem. So, dann machen wir jetzt weiter. Menschen, die dir gerade zujubeln Wow, und ein wow, bisschen wow, anders reden. hey, bitte, bitte, Darüber wollen die dann bitte. auch ganz gerne Komm, mit dir komm, sprechen. komm. Jetzt war ich gerade ein bisschen raus, weil ich gerade den Anruf mit Zeller geklärt hatte. Die letzten 20 Sekunden wiederholen wir also nochmal. Ja, hey, aber du musst dich mal fragen, warum. Und das liegt nun mal daran, dass sie der Meinung sind, dass es unnatürlich ist. Ja, ich Und der weiß. Grund, warum das trotzdem existiert, da kann dann nur eine Verschwörung dahinter stecken. Und daran glauben dann zum Beispiel auch rechtsextreme Menschen, die dir gerade zujubeln und ein Wow, bisschen wow, wow, anders reden. hey, bitte, bitte, Darüber wollen die dann bitte. auch ganz gerne Komm, mit dir komm, sprechen und komm, kündigen komm, das auch komm, bei komm, TikTok komm, an. komm, komm, bitte, unter der Gürtellinie, ja?
Also da laut DARA 80-90% aller AfD-Wähler rechtsextrem sind, ist natürlich auch ein Großteil von Proletopias Community rechtsextrem. Ich finde das interessant, ne, dass er das so sagt und jetzt beim Boris von Morgenstern-Gespräch überhaupt nicht so, ne? Also der hat jetzt mit Boris von Morgenstern geredet und da kamen komischerweise nicht so Sachen, ey, guck mal auf deine Community, Boris, oder so Sachen, ne? Komischerweise Ja. machen sie das nur bei Erwin. Ein paar Mal hat er Und weil. schon gesagt, du bewegst dich in Schwurbelkreisen und so. Das hat er aber zurückgefahren, weil er, glaube ich, weiß, dass ich, wie gesagt, ich glaube, er hat dazugelernt. Das ist im strategischen Sinne. Also, dass er solche Mittlerweile, Unterstellungen ja. hier nicht machen sollte, denn Boris von Morgenstern hätte ihn dann noch mehr auseinandergenommen, als es eh schon gemacht hat. Ja. Hat man hier auch in dem Talk gesehen. Der ist ja auch so legendär geworden, weil Dari hier kein Argument gegen Proletopia hatte, sondern nur solche absurden Unterstellungen. Ja. Komm, ja, ich kann auch alles Mögliche über Leute behaupten. Weißt du, Leute haben Hitlerbilder zu Hause, die dich anschauen. So, what the fuck? Das ist ja Nullsinn. Was sollen solche Unterstellungen? Das nochmal, Das ist ja einfach nur für das persönlicher Gespräch ein Angriff. Unterschied, ob mich Das gerade ein ist Hitlerbild anschaut, rein zufällig, oder ob einfach rechtsextreme kein. Menschen sich dazu entscheiden, Geh bitte, komm. Hör zu auf mit diesen jubeln. persönlichen Angriffen unter der Gürtellinie. Das ist einfach lächerlich, okay? Du machst dich einfach nur lächerlich. Ja, danke. Ja, aber das ist doch ein Komm. Fakt, Das ist oder? kein Fakt, bitte. Das ist Tschüss, kein okay? Fakt. Nein, das ist kein Fakt. Hör auf, einfach persönlich zu werden, okay? Das ist nicht persönlich. Nein, überhaupt nicht, bitte, komm, was habe ich damit zu tun? Was Nix. willst du? Was willst Das ist du? Was immer, wir willst sind du? immer noch im Um was Politikgewerbe geht's? und es geht immer noch darum, geht die Strategie auf oder nicht? Hier hat Dara tatsächlich recht. Was Dara hier macht, ist nicht persönlich. Er versucht, Erwin politisch unmöglich zu machen. Er versucht, Erwin aus dem Diskurs auszuschließen, indem er ihn in die Nähe von rechtsextrem rückt. Das ist eine politische Strategie. Das ist tatsächlich kein persönlicher Angriff. Geht natürlich ins Private rein, weil Erwin damit auch finanziell vernichtet werden soll und alles. Aber es ist politische Strategie der Wokies. Für die Wokies muss das tatsächlich nichts Persönliches sein. Dara würde wahrscheinlich auch sonst so aggressiv vorgehen. Ja. Ach so, okay, du willst jetzt wissen, ob solche Leute mich anschauen. Es kann sein, dass Nein, mich nein, solche Leute nein, 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 ob anschauen. sie dir zujubeln. Und zum Beispiel bei Twitter schreiben, volle Solidarität mit Proletopia. Das weiß ich nicht, ist mir vollkommen scheißegal. Was hat das mit mir zu tun? Genau, und das sollte Das dir ist ja nicht egal genauso, das sein. ist ja genauso wie Kompakt. Genau, du musst jeden deiner Follower überprüfen und wenn dir irgendjemand zujubelt, den ich als rechtsextrem bewerte, wie gesagt, 80-90% aller AfD-Wähler sind laut Dara rechtsextrem, dann musst du dich von dem distanzieren. Das ist hier die woke Logik. Ja, Das das kann ist keiner wirklich leisten. mittlerweile, Das ist ja auch ein völlig irrer Gedanke, dass du dich von jedem, der irgendwas mal was Positives über dich gesagt hat, gleich distanzieren sollst. ja. Ja, das ist Sarah war. Kontaktschuldspiel, ne? Ja, Also, ja, ja. das haben die Wokies komplett verinnerlicht. Das ist. Ich kannte das gar nicht, ne? Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Du hast ja auch mit Kürtel zu tun gehabt. Ich bin da reingekommen und hab da was gesagt. Auf einmal fangen die an, meine Follower durchzugehen, gucken, wie ich bei Twitter heiße, gucken, wem ich da folge und wer mir folgt. Also, ich war da wirklich geschockt, was sie da für Methoden anwenden. Was, dass sie da gucken, wem ich folge und wem nicht, und daraus dann irgendwie Kontaktschuld zu basteln und mir dann vorzuwerfen, ja, du folgst ja dem und dem. Du bist ja bestimmt so und so und du denkst ja bestimmt das und das. Also das ist schon Wahnsinn gewesen. Also ich als jemand, der das nicht kannte, ich kannte das ja vorher nicht, dass ich bin ja nie auf den Gedanken gekommen, irgendwie Leute ständig durchzugucken und das jemandem als Vorwurf zu machen irgendwie. Ja. Also Ja. das war schon sehr absurd, wo ich das erste Mal erlebt habe. Also, Ja, dieser ne? Kontaktschuld-Irrsinn, der ist wirklich ein bisschen, ja, kommt, also das versteht schon kein vernünftig denkender Mensch mehr, aber die Wokisten, die Nee. benutzen das halt als strategisches Mittel, um den Diskursraum einzuengen. Und jetzt mal kurz out of context. Danke für den Raid an Nachtschmied. Den Streamer kannte ich noch gar nicht. Oh, Nachtschmied. Kennst du nicht? Nee, nee. Der macht auch, Macht auch im politischen Content teilweise ein bisschen. Schöne Grüße auf jeden Fall. Habt ihr den jetzt auch geschoutoutet? Guten politischen Content? Ich habe noch nicht allzu viel gesehen von ihm. Also auch relativ, kann man das sagen, neue Nachtschmied? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe ihn auch erst seit ein paar Wochen, vor ein paar Wochen oder Monaten mitbekommen. Müsst ihr selber mal was zu sagen. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt Es nicht. gibt so unglaublich viele Streamer, von denen ich noch nie gehört habe. Wie gesagt, ich treibe mich ja außer zum Stream eigentlich nicht mehr so häufig auf Twitch rum.
Ich weiß, dass er mit Amaya mal geredet hat. Ich glaube, mit Amaya hat er mal. Hat er mal mit Amaya geredet? Ich glaube, das wäre mir jetzt bekannt, ja. Wie gesagt, ich kannte ihn bis eben gerade nicht. Jo, der hat mal mit Amaya geredet, genau. Heidi problematisch. Im Nightan-Gespräch hat er darauf reagiert, also scheint ein politischer Streamer zu sein. Kann ich vielleicht mal reingucken. Später irgendwann mal. Ja, mach das mal auf jeden Fall. Ja, auf die Titelseite tut. Warum nicht, keine Ahnung, Christian Lindner draufpacken? Warum nicht gerade Annalena Baerbock? Ja, deswegen wahrscheinlich, weil sie versuchen, die Linke zu spalten. Kannst du dir das vorstellen? Kompakt die Linke spalten, indem sie, warum nicht Gregor Gysi draufpacken? Überleg mal, Junge, wenn ich einfach mit eurer woken Bubble Weil man vielleicht die Politikerin draufpackt, die sowieso schon am meisten angefeindet wird. Also, ja. Wen sollte man sonst da draufpacken? Außer den, der sowieso schon auf dem Absprung aus der Partei ist, weil alle ihn angreifen, weil die Linke ihre friedenspolitischen Wurzeln halt komplett verraten hat.